Wut und Entsetzen nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising. Demnach soll der emeritierte Papst Benedikt XVI. Als damaliger Münchner Erzbischof Josef Ratzinger in 4 Missbrauchsfällen nichts unternommen haben. So reagieren betroffenen Initiativen und Vereine, die sich für eine Reform der katholischen Kirche einsetzen. Ja, das war jetzt erschütternd. Ich hatte natürlich erwartet, ungefähr, dass sich das auch zeigen würde. Aber dann in dieser Klarheit noch einmal zu erleben, wie die Anwälte dieses Lügengebäude auseinandernehmen, das da zum Schutz um Benedikt den 16. errichtet worden ist, das war sehr beeindruckend und auch sehr bewegend. Ich würde mal sagen, das passt zu Papst Benedikt. Ja, es ist kleinlich und es zeigt eigentlich, dass er nicht begriffen hat, um was es wirklich geht. Es geht nicht um die Kirche, es geht um die Menschen. Und es geht auch nicht um ihn. In 2 der 4 Missbrauchsfälle, bei denen die Gutachter ein Fehlverhalten Ratzingers sehen, sei es um Kleriker gegangen, denen mehrere begangene und auch von staatlichen Gerichten attestierte Missbrauchstaten vorzuwerfen seien. Ein Interesse an den Missbrauchsopfern sei laut Gutachter bei Ratzinger nicht erkennbar gewesen. Benedikt selbst bekundet, Zitat, Schock und Scham. Zugleich weist er laut seines Sprechers ein Fehlverhalten strikt zurück. Bis zum Donnerstagnachmittag habe der 94-Jährige keine Kenntnis über den genauen Inhalt des Gutachtens gehabt. Er werde das Papier nun studieren.